jetzt irgendwo in Wohnung. Also was brauchst du da oben, ne? Bitte. Zweimal Seil. Das habe ich in der Tasche. Bitte schön. Wollen Sie mehr als einer? Nee, ich glaube nicht. Hast du schon eine ungefähre Raumaufteilung im Kopf? Die Frage also ist hier eigentlich oben noch. Ja? Ich wollte hier oben tatsächlich noch, also die Fläche hier bauen. Mhm. Und dann war ich tatsächlich am Überlegen, mal Wände zu ziehen. Mhm. Wobei das so super materialaufwendig wird. Von daher mir ging's nur darum, vielleicht hier irgendwo so eine Art Schießscharte zu machen und dann da vielleicht mal eine Kiste hinzustellen mit Pfeilen. Ja, deswegen hatte ich auch an halbe Wände gedacht. Also ich fand Bastis Idee da ganz gut. Cool. Dürfte ich in dem Fall vielleicht, weil mir diese Ecke sehr gut gefällt, hier mal eine Kiste hinbauen? Meinst du hier hin? Ja, hier hin. Warte mal, bis der Rahmen drauf steht, okay. Weil sonst müssen wir nachher die Kiste am Ende nochmal abbauen, weil der Rahmen stört oder so. Okay, cool. Ist hier ein? Zumindest zwei. Okay. Braucht ihr Hilfe? Bis wir da sind, sind die tot oder haben das erledigt? Wahrscheinlich. Der eine, der bei mir ist, den könnte ich ausloggen. Ah, warte, ich sehe, die sind verbuggt. Das sind zwei. Okay. Luzi, du sagst, wenn irgendwas ist, ne? Ja. Ich wollte nur Holzscheite holen gehen. Wenn was ist, komme ich einfach zurückgerannt. Noch einer hinten. Hallo Mann. Hallo Mann. Warte. Okay. Da hinten hat einen Pfeil. Der metzelt ihn. Ist ja schon der dritte. Ja. Wo ist er? Da. Ich finde das schön, dass sich das immer mal so ein bisschen abwechselt mit wer baut und wer läuft rum und jagt. Genau, außer ich, die immer am Bauen ist. Oh, das was? Gibst du nicht. Oben beim Lager ist noch einer, verdammte Scheiße, ich bin tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Hm. Weil ich hab gefragt, ob ihr Hilfe braucht. Nee, ja, hätte eh nichts gebracht, weil ihr wahrscheinlich zu spät gekommen wärt. Aber ich habe ihn die ganze Zeit getroffen und da war nichts. Scheiße. Oh no, die ganzen Sachen. Jetzt bleibt ihr erstmal kurz hier, ruht euch erstmal kurz aus und dann könnt ihr die Sachen holen gehen. Beziehungsweise notfalls können Hammi und ich das Zeug auch holen gehen. Ja, Gott im Himmel, dann gehen wir halt woanders noch Fleisch holen. Da sind Schmerztabletten und alles dabei gewesen. Ja, aber wenigstens der Kanister ist noch da. Jo. Ich leg mich mal kurz hin.
Braucht ihr irgendwie was zu essen, ihr zwei? Nö, gerade nicht. Gerade nicht. Kann mir jemand Knochen aus deiner Truhe rausziehen? Welche Truhe? So. Macht man die richtig hinten? Bist du denn? Alter. Warte, jetzt kann ich sie benutzen. Alter, was ein Scheiß. Aber danke. So, Speer. Oh, wie ärgerlich. Zur Erklärung. Ich baue hier jetzt mal überall nur Blueprint-Wände hin. Die sind nicht auszufüllen. Ich will nur mal was gucken. Okay. Da wollte ich gerade einen zweiten Speer draus machen. Oh, entschuldige. Entschuldige. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du den anguckst. Da, bitteschön. Wie die Eichhörnchen, dankeschön. Sorry. Sorry. Nein, nein, nein. So, was brauche ich denn? Ja. Ich brauche eine Mütze voll Schlaf. Ja. Dann holen wir uns Knochen. Mhm. Dann mache ich mir daraus eine Rüstung und dann jagen wir die Arschlöcher. Okay. Oder ist aber jemand grätzig? Du kannst dir auch aus Stöcken und Blättern Hallo, Ray. Rüstung machen. Frage des Tages. Woran merkst du, dass du richtig pleite bist? Ich denke mal, dass sie aus Knochen noch etwas mehr. Ja, oder? Klar ist die besser, aber bevor du jetzt hier extra noch irgendwas durch die Gegend schleppst, kannst du dir notfalls auch die machen. Die Knochen finden wir ja recht fleißig, aber ich bin auch doof, dass ich nicht gerade was draus gemacht habe. Ja, stimmt eigentlich. Wir hatten so viele. Aber dann lass doch ansonsten erstmal zum Auto nochmal gehen, weil da liegen die ganzen Knochen. Ich brauche auch nochmal kurz einen Schlaf. Zum Auto? Im Auto, da liegen die ganzen Knochen. In dem Auto lag nicht zufälligerweise noch ein Grappling-Hook? Nee. Komisch. Tada. Schlecht, ich habe jetzt gerade schon wieder diese Phase, wo ich einfach nur die ganze Zeit naschen könnte, weil ich jetzt frustriert bin. Ich kenne das. Okay. Ach, warum habe ich denn jetzt keinen Platz mehr im Rucksack? Fickt euch doch. Da sind 9 lange Stücke pro Wand, Tami, ne? Ja, deswegen, ich hab da jetzt ganz bewusst Bambus Blueprints hingebaut, weil ich tatsächlich nur mal was gucken wollte. Damit keiner auf die Idee kommt, da irgendwie einen Stock reinzupacken. Okay, Basti, ich wäre fertig. Nee, ich nicht, ich brauche noch was zu saufen. Ah ja, so guck ein mal unter Wasser ganz da. Geil. Oder die 100 Kokosnussschalen. Ich habe mal den Wassersammler leer gemacht. Weißt du, der Wassersammler, ja? Der Arme, der steht da, tut sein Bestes. Ich mach da ja die ganze Zeit, nehme ich den immer, um meine Bidone, die ich jetzt nicht mehr habe, voll zu machen und so.
Nun gut, jetzt ist mir los. Oh weh, töten wir Menschen. Tötet sie! Ich bin überlegen, ob wir Bananenblätter mitnehmen sollten, falls wir da keine finden. Bananenblätter? Ich würde vielleicht so ein paar Bananen einfach mal mitnehmen. Für unterwegs, so als Snack. Ich gönne mir jetzt mal. Oder zwei. Bloß willst du jetzt die ganze Zeit Bananenblätter mitschleppen? Okay. Ich habe sechs Stück. Ja. Und wir brauchen, glaube ich, vier pro Charakter, also Arme plus Beine. Ach so. Das heißt, wir müssten notfalls nur noch zwei finden. Okay. Es kamen sonst für Antworten, die waren alle irgendwie so ein bisschen meh. Ray. Okay. Ich muss mich mal gleich noch mal kurz ausloggen. Ist immer noch so buggy. Ich muss mich eh gleich ausloggen, aber ich komme dann nicht mehr wieder. Oh. Morgen wieder arbeiten? Bei mir buggt es irgendwie heute. Vor allem morgen auch wieder so früh. Ja, Basti, streamst du morgen früh wieder? Da ich dachte mich, geschlafen habe, ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich würde dir das sehr danken und ich würde das sehr genießen, weil ich glaube, morgen ist noch weniger los. Man kann also kannst du mir dann schreiben, falls er streamt, weil ich krieg da keine Meldung. Morgens? Um 6? Ja, kannst du ruhig machen. Ich bin manchmal da schon wach. Ja gut, ich schreib dir gerne, aber nur unter der Prämisse, dass du von deinem Handy nicht wach bist, wenn das klingelt. Alter, das ist irgendwo, der ist irgendwo irgendwas hinter mir. Wo bist du denn? Bitte? Scheiße! Ich bin hier unten! Basti? Ich weiß es nicht. War da und lebst du noch? Ich lebe noch, es war ein Jaguar und er war direkt hier unten in der Base. Und ich war gerade dabei, was aufs Feuer zu legen und habe ihn deswegen nur gehört und nicht gesehen. Oh. Ist er jetzt weggelaufen oder tot? Er ist weggelaufen. Schlange? Nee, Spinne. Genau vor dir. In welche Richtung ist er denn gelaufen? Da in die Richtung. Ich bräuchte da. Da! In diese Richtung. In diese Richtung. Ah. Da hinten hin. Lara? Mhm. Könntest du vielleicht die Blätter nehmen? Ja, schmeiße hin. Aber da musst du auf mich aufpassen. Da oben ist doch auch schon an einer Stelle Dach drüber. Darf ich das Feuer bitte da hinsetzen? Ja, du darfst das Feuer auch gerne hochsetzen. Okay, woran ich gut, das werde ich dann gleich machen. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Vieh. Oh Gott. Ah, jetzt habe ich sie alle hingeworfen. So, ich komme mal da hoch. Okay, wir müssen dann die Richtung. Okay. Auf dem Boden. Ich laufe dir einfach hinterher. Aber die Sache ist ja eh die, ich würde sagen, wir machen uns nur die Rüstung und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Am besten hier hin. Wenn die anderen beiden eh gleich... Warte. Jo. Ja, setzt du das am besten mal. Ist das so ein kleines Feuer oder was habt ihr da unten? Ganz normales kleines Feuer. Oder macht zuerst einen Steinkreis, setzt den dahin, wo er hin soll, und dann kann man ein Feuer reinsetzen. Ich muss gerade mal gucken, dass ich nicht hier irgendwo runterplumps. Lass weiter bitte vorsichtig. Sind wir bei da? Nerv dich, Lara? Nö. Oh, das ist aber lieb.
Wie lange noch? Sind wir bei da? Jetzt brauchen wir aber Steine. Hast du zufällig Steine dabei? Die kann ich holen, das ist gar kein Problem. Okay, kurze Frage. Brauchst du Protein oder Fett? Ja. Langsam. Bitteschön. Mal sehen. Da läuft er noch rum. Ich habe Blätter in der Hand. Ich sehe hier so gut wie nichts. Das ist eine Hütte. Was? Und schon haben sie den nächsten Ort gefunden. Das Original. Irgendwie ein Dach. Ich sehe von hier aus irgendwie ein Dach. Aha. Wie ich ja jetzt durchgehend Angst habe, hier rumzurennen. 47, 18. Ich habe meinen Egel von dir runtergenommen. Danke. Hier waren wir vorhin aber nicht. Ja, yes, ist Sache, Mathe. Dritte Kokosnuss. Wir müssen am Dorf vorbei. Bring die Kokosnüsse am besten mit. Mach ich. Aber eigentlich suche ich Steine. Suche Steine und finde Kokosnüsse. Lass mal die Blätter fallen, Lara. Das klingt nicht gut. Nein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Hier sind keine Steine. Könnt ihr speichern? Das klingt nicht gut. Lara, bist du bereit? Immer. Ich hab gespeichert, danke. Oh mein Gott. Das endet nicht gut. Ich bleib jetzt gerade mal hier oben stehen. Luzi, kommst du auch mal hier hoch aufs zweite Obergeschoss, weil ich würde ganz gern gucken, was die da treiben. Was meinst du mit gucken, was die treiben? Im Stream. Lara im Stream. Achso. Oh mein Gott, ja, Sekunde, ich komme. Ah, ich weiß, was das ist. Zwei. Das werden nicht nur zwei bleiben. Gut getroffen, Basti. Ich bin gleich down. Ja, da ist noch ein dritter. Der ist tot. Da ist noch einer. In die Fresse. Los, nochmal. Nochmal. Okay, noch erledigt. Mal. Erledigt. Scheiße, jetzt brauche ich einen Verband, aber das mal ganz fix. Ich habe keinen Verband. Ach, Hazard, ja. Das ist das Dorf. Ja. 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 Shit. Aber cool zu wissen, dann seid ihr in der Nähe von Lambda 2. Dann wissen wir jetzt auch, wo dort. Nicht Lambda 2, von dem Ding da. Von dem Doc. Genau, von dem Doc. Ich wusste den Namen nicht. Basti, geh mal schlafen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Lara, könntest du mal kurz auf deine Koordinaten gucken? Ja. Und wir sind viel zu weit weg. 47 West, 17 Süd. Und da bin ich da ist er weg. Ich hätte komplett grauen Balken, keine Chance. Oh, schön. Und ich habe gerade meine erste Halluzination gehabt. Die ist geil, oder? Weil Basti gestorben ist. Ja, mir hat jemand ins Ohr gelacht. Das sind noch die netten. Ja. Ja, wir hätten ja gespeichert. Ich würde sonst sagen, wir machen Schuss heute. Oh, Waffenhalter. Geil. Ich guck mich hier nur Alter, kurz um. Alter, fick dich doch. Und komm dann auch wieder zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir Who cares? Ich setz mich mal ins Feuer. You're pathetic. Würdest du jetzt nochmal speichern, nachdem wir ein zweites Mal gestorben sind? Ja, nee, lass das mal lieber. Ich bleib mal ein bisschen am Feuer sitzen.
Also ich glaube eigentlich, haben wir keine Apfelschnecken mehr? Die grillen und essen. Ich habe Luzi gerade meine letzte Apfelschnecke dahingeschmissen. Okay, warte mal. Ich bin jetzt da. Ich muss eigentlich nur Richtung Süden. Da lang. Oh, ich kann hier gar nichts mehr machen. Naja, ist eh Schluss für heute. Ich mach mal alte 4. Und weg. Ich will wenigstens noch einmal kurz zurück. Lass mich aber hier nicht alleine. Lass das speichern. Macht's doch schlimmer. Aber ich hab doch... Beim nächsten Mal machen wir das besser. Dann schleichen wir uns erstmal vorbei, bauen uns die Knochenrüstung und dann holen wir sie. Jetzt mal ganz im Ernst. Wir hatten auch heute so den Plan. Heute werden wir das viel besser machen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe heute, ich habe zwei Paranüsse. Die finden wir morgen ganz bestimmt auch nochmal. Oder beim nächsten Mal. Okay. Bleib mal einfach hier unten beim Feuer. Das wird besser. Ich glaube, Lara hat die Hoffnung, wenn sie lange genug macht, kommt sie noch zurück und kann speichern. Was soll das Speichern bringen? Ich habe eine neue Höhle gefunden. Sehr schön. Eine sehr kleine Höhle? Ja. Lass den Obsidian liegen. Zu spät. Dein schelmisches Grinsen hilft dir auch nicht. Da sind drei Leute, die sagen, wir speichern nicht mehr. Ich muss nur länger drin hilft da auch nicht. Ich muss nur länger on bleiben als ihr. So. Dir ist aber schon klar, dass ich auch noch da bin. Ja, aber Lara ist Host. Muss ich Lara halt leider töten, bevor sie speichern kann. Das wird nicht funktionieren. Ja, ich speichere nicht. Das wäre ein bisschen gemein. Theoretisch ja. Ich speichere nicht. Hätte ich dann speichert sie doch. Ich wollte gerade sagen, sie ist aber nicht aus, als würdest du das ernst meinen. Nein, ich speichere wirklich nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Es ist aus Versehen passiert. Ich bin auf die E-Taste gefallen. Als ich unter dem gefallen. Ich bin da drauf gefallen. Es tut mir so leid. War nicht geplant. Lara, drück mal F. Ja, ich lauf voll falsch. Aber wenn eh nicht gespeichert wird, dann kann ich mich jetzt auch ins Verderben rennen. Nee, ich dachte eigentlich eher wegen den Nahrungswerten. Achso. Du kannst auch einfach rausgehen und dann sind wir alle raus. Übrigens, by the way, dieser Paranussbaum hier oben auf diesem Einband, der ich bin, ist super okay, gut. Okay, jetzt will ich auch nicht mehr speichern. Ich habe eine vergiftete Wunde. Ich bin gerade von der Schlange gebissen worden. Okay, lass uns einfach rausgehen. Ja? Komm, okay. geh einfach raus. Speichern einfach raus. Und verlassen? Nein, nicht speichern. Nicht speichern. Beenden. Einfach verlassen. Ja. Oh mein Gott. Ich habe nicht auf Speichern gedrückt. Alles gut. Lara, wenn ich die... Mir fehlt nicht mehr viel zu den 20.000. Ich suche mir so ein mieses Rezept raus. Ich verspreche es dir. Also im Notfall hätte ich im Moment 48.000. Also dieses Jahr kriege ich die Sachen eh nicht auf. Also. Ich bin ja immer noch auf Bananenpudding mit Rind gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie Lara so mit dem traditionell saarländischen Hausmannskostgericht zu Rande kommt. Also als nächstes gibt es jetzt erstmal Couscous-Salat von G-Man. So viel dazu.